So, hallihallo, dritte Folge. Dritter Tod, dann nicht unbedingt, aber erstmal Level Up. Jetzt habe ich einen Support, das ist ganz nice. Nochmal ein Support, das ist gar nicht so schlecht, weil da die können später mehr Heal-Packs mitnehmen. Und ein Heavy, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Aber Heavies und Supports sind, finde ich, so das Wichtigste. Ich weiß nicht, die Schrotflinten-Typen sind auch ganz nice. Gerade wenn man einen Gegner ran muss. Ja, ich habe eine neue Art von Medaille freigeschalten. Continue. Ein Labor bauen. Panik in Mexiko und Asien und Europa ist hochgegangen. Situation Room. Achso, wir sind erstmal. So we should plan our deployments carefully. 60, ja, das ist nix, 90. 150 von Ägypten! Oh, auf jeden Fall Ägypten. 150 von Russland, Russland hat irgendwie immer viel. Oh, Deutschland 140, ist natürlich schon nice. 150 von Russland, brauche ich Russland auch auf jeden Fall. Und Frankreich auch noch. Oh, dabei habe ich den Bonus eigentlich schon. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ah, ich glaube, Indien ist sogar dann hier. Asien ist auch noch relativ sinnvoll mir zu holen, das nächste. Ja. Hier kriege ich einen Scientist pro Monat. Von den Leuten. Hier kriege ich einen Engineer pro Monat und noch einen Scientist und einen Engineer pro Monat. Hier kriege ich genauso. Bonus R in Space, das will ich eigentlich haben, aber die drei Staaten haben so wenig Geld zusammen. I'm receiving you. We'll monitor that contact, but I don't think it's related to the UFO activity. Asien ist halt vier Länder groß halt, mal, ne? Naja. So. Da fällt mir noch was ein. Erstmal, ich weiß nicht warum, aber das macht es immer wieder zurück. Und bei Rot wieder genauso. So. Da muss ich wohl ein Reaperman Nummer 2 erstellen. Reaperman der zweite. Bestätigung. Keine Ahnung, welche Stimme ich da hatte. Ray ist auf jeden Fall die. Oh, da werde ich wohl mal kurz hier unterbrechen. Bin nämlich gerade aufnehmen, während ein Kumpel essen war. Und werde dann wahrscheinlich mit dem nächsten Mal hier weitermachen. Reaperman hat. Das da hatte er. Ach, Herrn Color. Facial Hair, Armor Deco. Kann ich welche Color habe ich ihm denn da gegeben? Hm. Gebe ich mal die hier. So, da würde ich sagen, ich mache dann gleich weiter. So, versprochen ist versprochen, weiter geht's mit der Folge. Sorry für die kleine Unterbrechung. Also, ihr habt es ja gar nicht mitbekommen, so richtig. Beim Mission Control müsste es doch weitergehen. Xenobiology User Lead, ja. You're telling me that we should risk the lives of our troops so we can take one of these things alive? Yes. Without a live specimen, I'm afraid we've reached the pinnacle of what my team is able to accomplish. And how do you suggest we do this, Doctor? The autopsy I've just completed confirms that the alien's physiology is quite similar to our own. A highly concentrated electrical current delivered at close range should cause neuromuscular... Close range? And what happens if it doesn't work? Do you really think this is worth the risk? I do. We do not know our enemy. How can we hope to stop something that we do not understand? If we can capture one of these creatures alive, we may be able to communicate with it. And interrogate it. Find out what they want. Where they're operating from. Yes. That possibility outweighs all risks, in my opinion.
I can construct a safe enough facility to house our captive, but I do not know how we could possibly communicate with it. Not to worry. I will see to that. All right. I'll speak to the commander. Assign new research. So, research the arc thrower. Construct a facility. 10 days for an arc thrower. Weapon fragments. A material. Meld recombination. Fangen wir mal da an. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. Was Neues zeigen, I've already put the new recruits. Situation Room. Okay, so. Ein Satelliten kann ich glaube ich noch machen. Kein Satellit available. 150. 150 Rush auf jeden Fall. So. Brasilien. Brasilien, Brasilien, Brasilien. Ich gebe mir bloß 90 pro Monat. Kriege ich aber einmal 200 dafür. Müsste ich im nächsten Monat dann irgendwie rutschen. So, what is it, Doctor? It's remarkable. The crystalline structure housed within the canister is actually a suspension containing billions of cybernetic nanomachines. Each made up of both organic and mechanical components. My team's analysis indicates these microscopic robots are capable of assembling mechanical structures with unprecedented efficiency. With further study and some specialized facilities, we may be able to engineer a sort of cybersuit that interfaces with the human body. My team is more interested in the possibility of physically altering the tissue itself. Incorporating aspects of the alien's own genetic adaptations by using the nanites to fuse the foreign material. The commander will have to decide where the greatest advantage lies. Is there anything you agree on? Given the apparent purpose of the nanites, they allow combining organic materials with one another, or with machines. We have at least agreed to call them Meld. Dieses sogenannte Meld sind wohl Nanoroboter, die entweder unterschiedliche organische Materialien oder halt organische Materialien mit Maschinenteilen zusammen schmelzen können sozusagen. Deswegen Meld ist sozusagen eine Schmelze oder sowas in der Richtung. Was ist Melding? Ist die Schmelze. Jetzt habe ich das freigeschalten, die erste Genmodifikation schon. Das ist ziemlich nice. Pro Runde 2 HP Regenerierung für seine Standard HP. Und außerdem 66% schneller wieder im Einsatz, wenn er verletzt wurde. Und ich kann jetzt hier halt im Genlabor sozusagen Genmodifikation der Aliens selber sozusagen in meine Leute einbauen. Beziehungsweise kann ich halt Leute mit Roboter, dem hier, solchen Roboter-Suits ausstatten. Die dann zwei unterschiedliche Varianten gibt. Einmal mit Kinetics, also einem so einer Riesenfaust, die halt Sachen kaputt machen kann. Beziehungsweise auch die Gegner ziemlich böse weghaut im Nahkampf. Oder halt einen Flammenwerfer, was so Flächenschaden anmacht und wohl ziemlich nice ist. Das ist so das Hauptsächliche. Ich mach den Arc-Thrower. I expected that would be a priority research task, Commander. I'll begin allocating resources to the project immediately. Council Report 21 Tage. So, ich wollte eigentlich noch eine Runde Kampf zeigen, diese Folge. Da ist es doch. Scramble Interceptors. Los geht's. Mit Deutschland abschieden, bitte. On the bandit.
Sehr gut, aber heavy damage. Halb damaged, aber egal. Die Freeport. Central, this is Voodoo 37. We have a confirmed kill on Bogey 001. I repeat, the UFO is down. I'll copy, over. Solid copy, Voodoo 37. Nice work. Central out. All right, people. Retask Recon Satellite Bravo and get me a visual on that crash site. She's coming into range now, sir. On screen. Magnify. Still in one piece. Commander, I recommend we get a strike team to the crash site immediately. Also ich lasse die ganzen Zwischensequenzen mal an, weil es einfach dazugehört. Shelley Holmes. Das ist Fox, genau. Die hat man auch noch. So. Hier ein Support, ein Heavy. Edit Unit, die hat ein Aim von 65. Ein Aim von 81, das ist so fett. 70. Ah, dann kriegt sie wohl den Loadout, das Medikit. Weil sie eh nicht so genau schießen kann. Dann habe ich nicht so die Wahl zwischen Schießen oder nicht. Ich habe natürlich den geringste Genauigkeit, sehr gut. So. Go, go. Touching down. In Assault. Our target site is near the German border. Ich glaube, das ist wieder ein neuer Kampfplatz mal. Definitiv meld da drin. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Das ist eine relativ kleine Map. Strike One is authorized to assault the alien craft. Das ist eine relativ kleine Map. Hier hinten geht's hoch. Ich glaube, geht auch nicht mehr so weit nach links. So war nicht weit nach links, denke ich zumindest. Ich schicke jetzt mal hier hin. Haben wir schon klar. %50? What? Shit. Shit, 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 shit. Bin doch nie so nett. Hingehen. Sehr gut. 48. Dann hat der hat auch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, 50%. Dieser Stelle. Sehr gut. Hat getroffen. 41. 28. Schade. Es war alles schon auf einen Punkt, aber leider nicht getroffen. Sie treten den Rückzug an! Bin unterwegs! Ja, die kann ich nicht wirklich sicher irgendwo hinbringen. Ich da. Die zwei geht auf jeden Fall zusammen. Das ist Fox und mich sozusagen zusammen auf einer Linie. Da kann ich auch mal nachladen, wenn hier nichts zu sehen ist. Also kannst du wieder nochmal nachladen.
weiß gar nicht, ob das jetzt schon als einsehbar zählt, so genau. Bin mir da gerade gar nicht im Plan drüber. Ich schaff's einfach mal. Oh, sehr gut, dass ich das sogar jetzt so gemacht habe. Sonst hätte ich nicht so runter, wäre mir das Meld abhanden gekommen. In Bewegung. Oh fuck, der ist auf Overwatch. Mitten auf dem Feld auf Overwatch. Warum ist er mitten auf dem Feld auf Overwatch? Ohne irgendwie die Deckung. Sehr gut. X-Ray neutralisiert. Er könnte sich auch ein Level abkriegen, was er diesen Kill gemacht hat nach der Runde. Ich glaube, aber mindestens einen Kill brauchst du für das erste Level ab. So. Ich will mich eigentlich nicht hier hinten rausarbeiten. Bin ich nicht so scharf drauf. Mann, ist der langsam. Ziel bestätigt. Lass mal dahin. Nicht, oder können sie mich ja nicht sehen. Hier kann ich schon ziemlich weit reingucken. Gut, ja fast, ich muss hier hinten irgendwo raus, das weitere Meld. Oder hier hinten ist noch was. Moment. Na. Ne, ist irgendeine Lampe. Gut. Jetzt haben wir irgendwas Oranges, Leuchtendes. Das für mich wie Meld aussah. Weiß ich. Erstmal den Overwatch einschalten. Jetzt sind wir nach hinten. Weiß nicht, vielleicht sogar lieber nach hinten rausgehen. Ja, Quatsch. Da hinten sind auf jeden Fall noch Gegner. Und den Aufgang. Nur hier hinten im Aufgang. Da. Schade. In Bewegung. Auf dem Weg. Alle mal in eine Richtung bewegen. Die Tür hier aufmachen. Hier ist so. Irgendwie komisch. Da ist irgendein komischer Partikeleffekt. Was ist denn das für ein Partikeleffekt? Ah, da brennt was. Oh, hier geht's noch weiter. Wow, hier geht's noch weiter. What the? Okay, das hab ich mir nicht erwartet. Achso, ich hab meinen Alienraum schon aufgeschossen. Klar muss es weitergehen. Ich Trottel. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich den Alienraum schon abgeschossen habe, dass es ja irgendwo rumliegen muss. Zumindest sollte es irgendwo rumliegen. Bestätige. Im Laufschritt. Wovon hier nichts ist, sollte ich eigentlich damit relativ safe dahin spuchten können. Passt mal ein bisschen nach rechts auf. Momentan habe ich noch gar keine Sicht. Ja, das sieht sehr nach Ehenabschlussstelle aus hier. Mitten in der Stadt. Das ist auch sowas, das habe ich mir gedacht am Anfang, also hier im ersten ohne Erweiterung. Die stürzen nie in der Stadt ab, du hast fast nie irgendeinen Kampf in der Stadt, außer wenn ein Terrorangriff ist. Das haben sie jetzt. Die haben echt. An, gerade was diese Vielfalt der Schauplätze angeht, echt gearbeitet. Es ist so nice. Das ist halt auch nur halbe Deckung. Schlimmste muss ich zurücklaufen, wenn ich da was zu Schlimmes finde. Nö, gar nichts. Wo ist denn das Raumschiff? Da ist das Raumschiff. Der schießt mal davor. Dass ich wieder mit allen auf einer Höhe bin.
Auf dem Weg. Shirley Holmes, was machen wir mit dir? Dich ist wahrscheinlich ein bisschen dahin. Bewegung da drüben. Und da ist noch ein weiteres Meldsignal, okay. Sehen tue ich es noch nicht. Ein bisschen schwierig mit dem Zeug, was hier oben rum geistert. In der Kamera. Noch weiter wegzoomen. Ne, ich muss noch weiter hochgehen. Das ist halt eine zerstörte Brücke. Ein bisschen nach rechts bewegen, wenn er rechts das Meld ist. Irgendwie die Kamera drehen. Ich hoffe, das geht so besser für euch. Verstanden, Commander. Oh, ich habe ihn gefunden und doch nie gefunden. Zumindest auf jeden Fall das Meld wieder. Gehst mal davor. Weiß nicht mehr, wie lange das Meld noch hält. Das ist ein bisschen mein Problem. Da drüben ist die nächste Bewegung. Ah, wo sind sie doch? Na, interessant. Zwei Tore zwar bloß. Zwei Schaden zwar bloß, aber. Das ist nichts, sag ich mal, ne? Och, 45 ist nicht so schlecht. Ja, einer meiner besten Schüsse, du warst doch ein... Ah, shit. Oh, da würde ich Kopie gern mal wieder... Och. Blöde Kamera. Du hinbewegen. Muss ich mal eine Falle stellen, sozusagen. Ich mache ich da hin. Ne? Zwei Runden. Da muss jetzt einer irgendwie dahin worten. Oder zumindest auf Entfernung kommt, dass man sich dahin bewegen kann. Werde wahrscheinlich sogar ich mich dahin bewegen müssen. Aber ich denke, es kann Gegner auch. Ne? Sehr gut. Dann gehst du halt dahin. Bin unterwegs. Ne, du musst erstmal nach, wenn ich jetzt dann mitten im Gefecht nachladen muss. Dass ich meine Kamera nicht bewegen kann, wenn ich nicht dran bin. Schade, erstmal verfehlt. Doch nur einer wurde nur aus. Nicht Panik ausfallen, bitte. Ah, Guppi hat es nicht gesehen. Ah, schlecht. 61. 45. 50. 48. Ich komme nicht ran. Ach, shit. Da kann ich es auch sein lassen. Weil wenn ich sprinte, darf ich es nicht mehr aktivieren. Blöderweise. Auch vorbei. Ich weiß nicht, probiere ich es jetzt mal, wenn ich den wieder auswähle. Sehen wir, was passiert, wenn ich dann wieder auswähle, ob ich dann noch links klicken darf. Ich vermute mal nicht. Na, komm mal her. Nee, da bin ich nicht mehr. Obwohl ich jetzt dran stehen würde und sozusagen noch reichen würde. Ist nicht mehr drin. So, du hast jetzt die besten Chancen, da zu treffen. Und trifft erstmal nicht. Justiere Zielvorrichtung. Position bestätigt. 53 und 50.
Versuche ich mal lieber da drauf. 2% sind mir wert. Schade. Ziel verfehlt. Ah, die hat auch keine Granate. In Bewegung. 45. Bitte komm. Triff. Oh, alle verschossen. Das ist schlecht. Das ist echt ungünstig. Bewegen tut er sich sowieso nicht, der schießt sowieso als nächstes wieder. Oh doch, der bewegt sich. Wow, okay, hätte nicht gedacht. Dann hätte ich vielleicht doch lieber den Dingens nehmen sollen. So, es ist Meld 6. Wie ist halt so ultra langsam, ey. Man muss ich aufpassen, dass wenn ich hier ins Schiff gehe, da kommt bestimmt wieder diese komische Vieh, diese Energieviech, was quasi aus Energie besteht. Das könnte wehtun. Geben zu meinen Leuten. Da bin ich ein bisschen langsam vorgegangen. Schade. Wir ziehen sich zurück. Vorrücken. Einmal zwei Treffer. Zwei Schaden, nämlich zwei Treffer. Das weiß ich schon. Machen wir eine Nachladerunde, würde ich sagen. Jetzt haben wir uns Zeit. Da durchgehen, doch, da kann ich sogar durchgehen. Zwei Schaden. Ich heile mich mal. Sicher ist sicher. Ich finde nur geil, dass sie da nicht mal irgendwie eine Animation eingebaut haben, wenn man sie selbst heilt. Das ist mir bewusst. Wenn ich alle von einer Seite nehme. Ich mach mich los. Ah, nein, fuck. Das ist richtig schlecht, jetzt da zu stehen. Da, jetzt bin ich immer noch außer der Deckung für ihn, wenn er dran ist. Oh shit. Ah, fuck. Sorry, Desert Fox. Mein dummer Fehler. Da ist das Energieviech. Pass auf die Flanken auf! Sie rücken vor! Daneben. Shit. Die steht noch. Bewegung.
29, ey. Lass mal hier mir ein bisschen Smoke geben, dass er mich nicht so gut trifft. Momentan keinen Grund, sich zu bewegen. Da finden wir einfach zu wenig, da gehe ich lieber auf Overwatch. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein verdammter Ernst, ey. Aber ich will auf jeden Fall Kopie stabilisieren. Das muss sein. In Bewegung. Es ist nichts gebrochen. Wir sind okay. Den brauche ich auf jeden Fall nämlich noch. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, bin ich wieder gestorben? Nein. Das Vieh ist so übel, ey. Das hat mich schon ein paar Mal richtig zerlegt. Ich verstehe das nicht. Okay, doch, es ist tot, ey. Meine letzte Hoffnung sozusagen. Mein letztes Squad-Mitglied. Zwei Leute wieder verloren. Ein bisschen nervig. Das Vieh steht da irgendwo drüben im auf Overwatch. Ja, toll. Das gehe ich bestimmt nicht so schnell vor wie vorhin. So. Bin unterwegs. Auf jeden Fall volle Deckung nutzen. Oh nee. Da steht halt immer noch drum auf Overwatch. Ich krieg einen Anfall. Wow. 50%, komm, bitte, triff's. Jawohl. Shirley, ey. Danke, mein Engel. Wieder zwei verloren, ey. Wow, 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 wow. Ist schon deutlich schwieriger gerade. No one was expecting this. They were some of our best. I wish there was more we could have done. The Line, tot. Desert Fox, tot. Schade. Shirley Holmes ist Assault geworden. Na, herrlich. Da braucht sie ja kein Aim. Da muss sie bloß ranrennen und drauf holzen. Oh, oh, oh. Und Guppy schwer verwundet für 14 Tage, ey. We have medals available in the barracks, Commander. If you feel any soldiers merit an award. Muss erstmal. So, customize. The Line, der zweite. Oui, come on, Commander. Nee. Das ist irgendwie verbuggt. Den. So, Riverman 2. Mal wieder anheuern müssen hier. Hab ich noch Geld? Higher Soldiers. Ja, zwei. So, Medals. Defender Medal. Assign Power.
Never Panic. Ist einfach so gut. World Metal. Weil sie so gut gemeistert hat. Urban Combat Metal, Assigned Power. Plus die 5 Defense and Cover auf jeden Fall brauche ich. Award Medal. Auch noch an sie. Der hat so viel da geleistet, um das noch zu retten. So, ich würde sagen, es wäre ein guter Abschluss für diese Folge. Danke fürs Zuhören und bis bald.